Wow, sind die schön. Schön doof. So, und an so einem herrlichen Herbsttag geht's heute weiter. Meet and greet. Ich bin bestens gerüstet und ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt auch entspannt, dank des Wetters. Und Fahrrad habe ich auch immer dabei. Falls ihr den ersten Teil hier nicht gesehen habt, holt das doch nochmal nach hier schnell. Und dann macht weiter hier. Okay, los hier, Meet and greet. Da ist die Schlange. Und bitte nicht wieder an mein Gesicht zu. Bitte nicht wieder an mein Gesicht. Überall, Leute. Ich habe ein Mädel gesehen. Geht ja schon los. Huben. Jetzt kennst genau. Du Huben mit N hin. Geile Autogrammkarte. Ich hab gleich mitgenommen. Den Beauty-Tisch. Wow, sind die schön. Das war die erste Autogrammstunde und ich kann ja natürlich immer nicht so filmen. Und Jen, was? Oh nein, der schon wieder. Jen meinte eben so schön. Ich stand auf der anderen Seite des Gitters und hab gesagt, das kann ja nicht sein, uns trennt eine Mauer und das am Tag der deutschen Einheit. Ja, also das geht ja wirklich nicht hier. Was für eine eiserne Mauer. Komm, einmal umsehen. Hallo, singt gerade jemand meinen Song? Ja. Und du? Da kann doch nichts. Einige von euch kennen vielleicht noch meine alte Show, Was kannst du? Und hier habe ich einen Kandidat dafür, was kannst du? Ich kann alles, aber nichts richtig und ich kann einen Delfin. Hallo, du siehst aus wie sehr. Das macht doch ein bisschen Angst. Okay. Wenn ich ihn noch gefunden habe. Was denn? Hast du dir einen Kaffee geholt? Ja. Ja. Also irgendwas stimmt mit dem Filter, glaube ich nicht. Wir machen es jetzt ein bisschen in der Sonne gemütlich hier. Ein bisschen braun werden. Oh, gegen das ich trinke Licht. Ein Softdrink XY. Ah ja, okay. So trinke ich immer. Das hier ist ein Kreis, der hat sich gebildet. Hallo. Hallo, komm in den Sinn. Du bist der Kopf der Veranstaltung. Ja, wir bauen gerade einen super großen, super sinnlosen Kreis. Okay, was ist... So, was ist der Sinn des Ganzen? Was beim sinnlosen Kreis nach dem Sinn? Komm in den Sinn. Wir wollen Köln überbieten. Köln von 460. Okay, sie sagte gerade, sie will Köln überbieten. Richtig. So, pass auf, hat dadurch jetzt dieser Kreis nicht plötzlich einen Sinn bekommen? Nein, hat er nicht. Dadurch, dass der Sinn des Kreises sozusagen selbstreferenziell ist, ist halt die Frage, ob er sich dann nicht wieder dadurch selbst aus dem Sinnlosigkeit soll sinnlosiger werden. Oh, guck mal, wenn ich hier ganz kurz sehe. Ich bin einfach nur auf der Suche nach Nahrung hier. Oh, Miri ist auch da, Miri. Miri hat zu tun. Miri ist Fame. Amme. Lächel wenigstens einmal in die Kamera, Miri. Ich will dein Lächeln sehen. Ah, ja, das sieht so, es sieht so ehrlich aus und so. Oh. Den ersten Teil. Bitte alle, auch mit jedem Menschen... Wir müssen fliehen! Ich nicht. Ich darf hier bleiben. Oh. Oh, guck mal, wir dürfen hier bleiben. Was erzählst du denn hier? Ich hab bei dem Auftritt dezent geweint. Weil geweint? Was? Ja, ich fand's voll toll. Ja, yeah, cool. Das freut mich wiederum. Guck mal, ich habe eine E-Ukulele. Das ist meine E-Ukulele. Oh Mann, nix darf man. Aber das ist voll die E-Ukulele mit Stahlseiten. Cool, pass die brauche ich für Adams schon. Lass mir die für Adams schon. Das Beste an dieser Ukulele ist ja nicht. So, müsste es gehen, ne? Oh. Ja, mach komm, jetzt mal kurz rein. Ja. Tschüss. Habt noch einen schönen Tag. Das Beste dieser Ukulele. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Jawohl. Was geht? Ey, Rezo, du musst jetzt raus. Du musst jetzt raus. Du musst dir helfen. Wir alle müssen raus. Ich möchte so gerne ein Bitte-nicht-füttern-Schild da anbringen. So sieht das aus, wenn keiner hier drin ist. Und gleich kommt der zweite Schwung. Da gehen jetzt die Opfergaben in den Vulkan rein. Die ganzen Menschen, die werden jetzt geopfert. Das bedeutet, morgen wird das Wetter gut. Oh, da stehen sie schon bereit und warten, dass sie rein können. Hier sieht man, wo wer sitzt. Weiß ich auch schon mal Bescheid, das gleiche Tisch 5 muss. Michael hat jetzt beschlossen, einfach draußen weiterzumachen. Jo, Is, wo bist du? Siehe da, man glaubt es kaum, so aber es geht schon wieder Teil los. Zwei. Ja. Es geht weiter. Da stehen sie. Was denn? Ja! Bist du Wasser? Scheiße, ich komm! So, wer kann singen? Wie ist die Stimmung? Is! Es ist der Jonah. Yo. Yeah! Und fertig. Das war die zweite Autogrammstunde. Das hast dich drauf, fertig hat es. Ja, das war wieder eine schöne Video-Day-Side 2016 in Babelsberg, Berlin, Nähe
zusammen quasi. Und ja, wir machen es uns noch ein bisschen gemütlich. Und ansonsten könnt ihr ja hier nochmal so reinschauen in die ganzen Video-Day-Vlogs. Oder hier, was ich jetzt gerade für ein Stück spiele, Adam's Family, wofür ich mir nicht die Haare abrasieren werde. Und hier könnt ihr überhaupt sehen, wer ich eigentlich bin, falls ihr das noch gar nicht wisst. Also, bis dann, Rock'n'Roll. Boah, wie geil ist das denn bitte? Ein Strahl, der davon abgeht. Geil. Was ist das denn für ein Bild, ey?